Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Grid 2. Ja, es hat jetzt doch ein bisschen gedauert, bis wieder eine Folge kam. Lag aber einfach daran, dass ich nicht dazu gekommen bin. So, wir waren hier in der WSR stehen geblieben. World Series Racing, Saison 1. Wir haben die Fahrzeug-Challenge in der letzten Folge gemacht. Und wir hätten noch eine Promo-Einladung. Ach komm, die machen wir doch mal eben. Motor Mavens Ausdauer. Wenn du das nötige Können und genügend Durchhaltevermögen besitzt, stellen Ausdauerrennen eine einmalige Herausforderung dar. In jeder Sekunde des Rennens geht es darum, sich durchzusetzen. Kein anderes Rennen erfordert so viel Konzentration. Okay, ja, mal gucken, ob ich das überhaupt kann. Ich hatte ja hier... Okay, ich kann nur mit dem fahren. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mit dem, ne? Ich glaube, ich habe jetzt eine Woche nicht mehr gezockt. Oder sogar schon ein bisschen länger. Ne, ich glaube, eine Woche ist es her. Ich werde mich gleich so dumm anstellen. Ich weiß es jetzt schon. Denk dran, dass ich die Route jederzeit ändern kann. Sei immer auf der Hut. Die Route ändert sich. Schön. Wenn du Patricks Zielvorgabe erfüllst, kannst du noch mehr für Furore sorgen. Wow. Habt ihr gesehen? Die machen da einfach zu. Die interessiert das gar nicht. Die interessiert das null, ob da innen jemand fährt oder nicht. Die brettern einem einfach rein. So, kommt, rutscht mal. Wow. Das habe ich jetzt nicht gesehen, dass da die Spur enger wird. Fahr doch zu! Boah, ihr seid so langweilig, ne? Kriecht hier durch die Kurve. Fahr zu. Bräuchte eine Hupe. Aber es geht noch so einigermaßen. Boah, du lahme Krücke, du. Lass mich jetzt bloß vorbei. Hau ab! Geh weg! Kusch! So, zumindest sind wir schon mal Erster. Puh, boah, ich muss mich echt erst wieder dran gewöhnen. Aber bei der Strecke ist es eben so, man muss ein bisschen mehr bremsen, da man sie einfach nicht kennt, beziehungsweise das Ding sich einfach ändert. So wurde es uns ja zumindest gesagt, dass sich das Ding ändert. Ups, da war ja in der Mitte eine kleine Insel. Wow, ach du Shit, ach du Shit. Das ist schon eine enge Kurve. Wenn ich jetzt zumindest links unten eine kleine Map hätte oder so, dass man so einen kleinen Anhaltspunkt hätte, wie weit das die Kurve oder wie viel, ja, wie soll ich es jetzt sagen, was für einen Winkel die Kurve hat. Na? Dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Aber so ganz blind, ne? Ist es halt dann doch ein bisschen heftig. Oh, da ein bisschen zu sehr gedriftet. Man soll es eben nicht übertreiben. Oh. Da flog meine Motorhaube. So, weiter geht's. Wow. Konzentrier dich mal. Wieso hat der gerade den Scheibenwischer angemacht? Regnet das? Sollte man eher das verdeckt zu machen? Das wäre besser. So. Läuft aber eigentlich nicht schlecht. Solange wir Erster bleiben, glaube ich, ist ja auch alles in Ordnung. Bin ich so der Annahme.
Oh, enge Kurve, enge Kurve. Also von hinten sieht ja mein Auto noch richtig gut aus. Ich möchte nicht wissen, wie das von vorn aussieht. Schön verbremst, aber so richtig. Anstrengend, echt anstrengend. Vor allem über die Zeit zu fahren. Noch 60 Sekunden. Und dann habe ich gewonnen. Weil streckenmäßig, dass ich eine bestimmte Länge der Strecke fahren muss, sehe ich ja nicht. Nicht wirklich. 30 Sekunden noch. Und dann? Komm. Erzähl mal. Nur noch 10 Sekunden. Ich bin gespannt. Ziel erfüllt. Mir fehlt die Motorhaube. Oh Gott, sieht das Auto von vorne fertig aus. Aber so richtig. So. Dann hätten wir das. Endplatzierung erster. Genau so soll es sein. Erfüllte Ziele 1. So soll es auch sein. Ich weiß nicht, vielleicht hätte man mehr erfüllen können. Keine Ahnung. So, ein paar Fans sind es auch wieder geworden. Denk daran, dass wir über Sponsoren neue Fans erreichen können. Wirf doch mal einen Blick auf deine Ziele. Ziele. Gewinne ein Duell-Event. Drifte insgesamt 0,2 Kilometer. Gewinne eine Fahrzeug-Challenge. Habe ich schon. Das habe ich schon. Ja, ein Duell-Event. Dann würde ich doch sagen, ne? Gehen wir doch weiter in der World Series. Da sind wir Erster. Das heißt, ne? Hier geht's weiter. Ich würde gerne wieder mit meinem Nissan fahren. Mit dem fahre ich echt gerne. Der lässt sich so gut fahren. Und außerdem hat das Ding einen geilen Sound. In diesem Auto wirst du dich ziemlich oft seitwärts bewegen. Nutze diese Drifts, um mit viel Schwung aus den Kurven zu kommen. Wow. So, einmal vorbeischummeln. Mal gucken, ob ich die Strecke wenigstens noch einigermaßen kenne. Wow. Langsam reiten, ne? Cowboy. Gott, ich muss hier echt höllisch aufpassen. Auf der Strecke habe ich nämlich das Problem, wenn man einmal ein bisschen verkehrt fährt, dann hat man das Problem, man hängt hier gleich in der Mauer drin und überschlägt sich. Ist nicht schön. Wie zum Beispiel sowas. Oder sowas. Das ist tödlich. Fall wie ein Fahranfänger. Ich darf sagen, wie eine gesenkte Sau. Okay, nicht zurückspulen muss nicht unbedingt sein. Aber ich fahre nur gegen einen, sehe ich gerade. Die Kurve kannte ich noch. Der hängt mir aber ganz schön hinten dran, muss ich ja sagen. Und genau das habe ich gemeint. War aber schön. War schön. Nein, nicht schon wieder. So eine Schraube in der Luft, das kann auch nicht jeder.
Boah, hängt mir der am Hintern. Wo geht's hier hin? Boah, jetzt nicht noch vorm Schluss, ne? Das hätte jetzt nicht sein müssen. Dass ich am Schluss noch hier so einen Bock missbaue. Ich hätte zwar noch mal zurückspulen können. Aber ja. Ich glaube, ich habe gerade Patrick in seinem Penthouse jubeln hören. Ein Spitzenergebnis. Weiter. So, das heißt, das ist ja hier jetzt wieder K.O.-Verfahren. So. Nächste Runde. Gleiche Strecke. Der Kurs ist sehr wellig. Die Balance des Autos verschiebt sich also ständig etwas. Sei vorsichtig. Boah, der zieht aber doch relativ gut, ne, von dem. So, du dürftest mich... Hör doch auf hier zu bremsen. Fahr doch einfach durch hier. Oh, ja, ich sollte vielleicht ab und zu mal bremsen. Das wäre was. Oh Gott. Oh Gott, was mache ich hier gerade? Könntest du mal hinter mir weggehen? Ich bin hier voll am Gas, ne? Und der hängt mir immer noch am Arsch. Das war doch mal ein schöner Drift, muss ich ja ehrlich gestehen. Okay. Der war mies. Ich hätte zwar jetzt zurückspulen können. Aber ich hole mir den noch. Und zwar jetzt genau hier innen. So richtig schön innen vorbeiziehen. Klar, mein Auto sieht zwar nicht mehr so schön aus, aber mit Schönheit gewinnt man hier nicht. Der ist aber schon echt besser als der andere. Ich höre den hinter mir richtig. Oh, ich wusste doch, hier war es ein bisschen brenzlig. Ah, da ist das Ziel. Sehr schön. Starkes Rennen, tolles Ergebnis. So, das heißt, ein Rennen noch. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Der Kurs ist sehr wellig. Die Balance des Autos verschiebt sich also ständig etwas. Sei vorsichtig. Der war fies, ne? Da hat er mich so die... Oh Gott. Steigt der hier voll in die Eisen mit seinem Muscle Car. Aber noch gerade so gefangen, du. Ein bisschen Power fehlt meinem Auto. Aber nur so ein bisschen. Ja, ich wollte mir nämlich sowieso angewöhnen, nicht immer gleich zurückzuspulen, außer es ist wirklich nicht vermeidbar, wie zum Beispiel, als ich so eine schöne Schraube gedreht habe. Aber, ja, bei so Kleinigkeiten... Huhu! Der alte Gastipper ist wieder unterwegs. Ist aber wirklich eine der besten Möglichkeiten... sein Auto wieder ein bisschen unter Kontrolle zu bringen.
Uhuhuhu. So, hier wieder ein bisschen Bremse. Perfekt. Läuft. Und da war ich eindeutig ein bisschen zu langsam in der Kurve. So, jetzt kommt die Stelle hier wieder. So, letzte Kurve. Geht doch. Okay, Stefan. Die Fans hier in den USA sind von der WSR begeistert. Wir sollten jetzt also unser erstes Rennserienfinale veranstalten. Wir sehen uns am Start dieses Saisonabschlusses.